So, hallo meine Freunde. Jetzt sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge Max Payne, Folge 10. Und jetzt versuche ich ihn noch mal zu beschützen, dass er nicht stirbt. Erledigen Sie die Payne! Schützen Sie mich! Wir müssen zum Aufzug! Wir gehen zurück. So. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Na scheiße. Ich dachte, ich finde hier hinten vielleicht Schmerzmittel oder irgendwas. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen, muss ich sagen. Ja, ja, ganz ruhig, Vinny. Im Moment tut dir keiner was. Also ganz ruhig, mein Kleiner, ganz ruhig. Auch nicht so geklappt, wie sollte. Oh Scheiße, Scheiße! Ich pass nicht durch! Ich pass nicht durch! Die Bombe geht gleich hoch! Was jetzt, Payne? Was jetzt? Oh, weg nach Winnie. Okay, okay. Wir gehen zurück durch die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne! Erledigen Sie die Payne! Schützen Sie mich! Ach, mein Gott, die Stelle ist mal echt scheiße hier. Ohne Schmerzmittel und ohne alles ist es einfach nur richtig kacke. Oh Scheiße, Scheiße! Ich pass nicht durch! Ich pass nicht durch! Die Bombe geht gleich hoch! Was jetzt, Payne? Was jetzt? Oh, weg nach Winnie. Okay, okay. Wir gehen zurück. Bla bla bla, ich speichere schon mal zwischen. Bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne! Erledigen Sie sie, Payne! Ich komme. Sieht einfach so bescheuert aus. Alter, das ist doch ein Fest, ist das. Ich hasse diese Mission. Geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja, ist halt doch nicht ganz so leicht, wenn man nach einer Zeit wieder spielt. Muss man sagen. Los doch! Ich kann nicht ewig warten, Payne! Ich muss hier raus! Beeilung! Zu spät, Payne! Ich gehe! Nehmen Sie die Treppe! Boah, ich krieg noch einen scheiß Herzinfarkt! Hallo? Hä? Achso. Du bist tot! Ich will aber jetzt noch gucken, was da unten ist. Abgesehen davon, dass ich wieder Fat Damage gefressen habe. Nichts. Immerhin habe ich jetzt zwei Schmerzmittel bekommen. Könnte schlechter sein.
immerhin mal etwas, muss man sagen. Immerhin mal etwas. Halten Sie sie auf! Eine einzige Kugel könnte die Bombe auslösen! Nein, wirklich, meinst du? Wissen Sie, was das Zeug wert ist? Ich sag's Ihnen. Arsch voll Kohle! Wirklich? Ist doch nichts dabei. Bin halt ein Sammler. Hey, eine Menge harte Jungs stehen auf dem Kram. Frankie auch. Und er war ein verdammt harter Typ. Wir müssen hier irgendwie raus. Muss mir was überlegen. Eine Nachricht. Sie haben 3 neue Nachrichten. Winnie, Winnie, Winnie. Du widersetzt dich meinen Wünschen und jetzt kommst du und bettelst um Hilfe. Ich hatte dir gesagt, du solltest dich nicht mit den Russen anlegen. Trotzdem hast du es getan. Und jetzt soll ich dir mehr Männer schicken. Nein, Winnie. Hey, Speckbacke, wenn wir Räuber und Gendarm spielen und ich der Cop bin, werde ich dich verprügeln. Ich lasse mich nicht verprügeln, Arschloch. Oh, sicher, du hast dich nur gehen lassen. Lass dir eins sagen, du Bastard, das wirst du bereuen. Sie haben eine neue Nachricht. Winnie Gogniti, Wladimir Lem will sie erledigen. Wie ich ihn kenne, wahrscheinlich mit einer Bombe. Ich tue das nur, um es ihm schwerer zu machen. Bilden Sie sich bloß nichts ein. Sie haben keine neuen Nachrichten. Okay, Mona hilft ihm. Ja. Wo geht's lang? Vorsicht! Oh Scheiße, oh Mann! Es ist so dumm. Sie sind auf dem Balkon! Da wollten wir doch aus! Nein. Tun Sie was, Pay! Man nimmt einen fetten Industrieschraubstock und bindet den glücklichen Probanden auf die eine. Oh je. Und eine Stange mit einer Kugel drauf auf die andere. Dann dreht man den Schraubstock zu, bis sich die Kugel durch Haut, Gedärme und Knochen bohrt. Am besten fängt man an mit weniger wichtigen Bereichen und arbeitet sich dann hoch. Ist keine wissenschaftliche Simulation über Auswirkungen von Schusswunden. Ist ein bisschen unterhalten. Lecker! Möglicherweise... Nachladen. Die Loser dachten, sie könnten uns umgehen. Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! Oh je. Winnie, Winnie, Winnie. Wer sich zu früh freut, freut sich gar nicht mehr. So sieht's aus. Hey, wir gehen drauf! Wir müssen hier was finden! So, der Warte! Auf die andere Seite. Und dann dreht man den Schraubstock zu, bis sich die Kugel durch Haut, Gedärme und Knochen bohrt. Am besten fängt man an mit weniger wichtigen Bereichen und arbeitet sich dann hoch.
Ist keine wissenschaftliche Simulation über Auswirkungen von Schusswunden. Ist pure Unterhaltung. Lecker! Bullet Time. Die Loser dachten, sie könnten uns umgehen. Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! Oh mein Gott, dieser Winnie. Das ist schon so ein Nervklotz. Los, los, weg hier! Ich bleib bei meiner Karabiner. Ich glaub, der hätte ich vorher aufgeräumt. Ah. So öfter ich zwischenspeichere, umso weniger müsst ihr dieselbe Rotze ertragen. Ganz ruhig, Winnie. Tu mir das nicht an! Komm schon! Geh zu! Geh zu! Warum tust du mir das an? Fuck, nein! Wir gehen drauf! Was ist da zugegangen? Das sieht so aff. Payne, gehen Sie rauf zur Rampe, schnell! Heben Sie mich hoch! Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Scheiße! Oh, Scheiße! Oder sowas. Hey, gehen Sie rauf zur Rampe, schnell! Heben Doch, Sie mich hoch! Lächerlich. Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Oh fuck. Los geht's. Ja, ja. Ich schnapp mir nur noch die Munition von den Affen. Schade. Hätte ja was sein können. Bin ja schon froh, dass ich ein bisschen mehr Schmerzmittel hab. Zack. Mal eins mal reinwerfen. Mein Wagen ist davon! Pain! Verdammt, wir sind draußen! Ganz ruhig, Winnie. Und jetzt kriegt er einen Headshot. Bam! Ich brauch Deckung, Pain! Erledigen Sie sie! Oh, oh. Hat gerade die Katzin gestartet, sonst, tja, der Max Payne ist nur noch ein bisschen später. Captain Baseball! Na, das war ein Spaß auf eine miese, kranke, überhaupt nicht witzige Art. Winnie brauchte Mona ebenso sehr wie ich. Versuchen wir Mona Sex zu finden. Sie kann die Bombe entschärfen. Sind Sie irre? Die ist genauso schlimm wie der Russe. Die gehört doch zu der gleichen verfickten Truppe. Ich muss Sie enttäuschen. Ich war verzweifelt genug, Mona in der Geisterbahn zu suchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Max, mein teurer Freund. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte. Warum jagt er ihn dann nicht einfach hoch? Ah, jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen Mona. Vlad und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren. Es war klar, dass sie hinter Vlad her war. Max. Sie musste angekommen sein, nachdem er weg war. Andernfalls wäre er jetzt tot. Und sie wäre nicht zu mir gekommen. Ja, ja. Sie kam durch das Feuer zu mir. Also ich hätte einen anderen Weg gewählt.
Nice. Wow. Wie gesagt, wir spielen jetzt wieder Mona. Gegner dürfte ich hier jetzt eigentlich nicht so schnell sehen. Ei, ei, ei. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich dachte schon, irgendwo muss jetzt was hochgehen. Ich durch kann. Oh fuck. Finde ja auch nichts. Achso. Boah. Hey, Killers. Bam. Bam. Das nenne ich Pech. So. Aber das wird schon. Nur die Diegel. Das Fleisch! Komm, ich glaube, ich bin. Naja, ganz ruhig. Jetzt? Ah, okay. Nee. Denn jetzt lang? Ja, ich hatte gerade eine Unterhaltung gefunden und ja. Ich frage mich immer noch, wo ich hier weiterkomme. Weil hier sind die Painkillers. Da brennt's. Da brennt's, hier brennt's überall. Also, ich speichere jetzt mal und renne jetzt einfach mal irgendwo durch. Vielleicht finde ich hier sterben. Achso, okay. Was anderes fällt mir nicht ein. Ne, okay. Das geht schon mal nicht. Ja, keine Ahnung. Hui.
Scheiße, ich hasse sowas. Aber, also, könnt mich ja sagen, dass ich irgendwie blind bin, aber also ich sehe definitiv mal nichts. Also, ich glaube, ich beende die Folge jetzt mal. Und wir sehen uns dann bei...